Fire von Daedalic Entertainment. Habe ich letztes Jahr mir auf der Gamescom auch angeguckt. Ich muss sagen, da fand ich es ein bisschen seltsam, weil es nicht diese typische Daedalic-Style hat. Ich habe es trotzdem mir im Dezember schon vorbestellt und wollte es auch schon seit 2 Wochen spielen, aber die Uni hat wieder angefangen und dann hat das ein bisschen gedauert. Und ich muss den Ton gerade noch mal leiser machen. So. Wir haben hier diesen kleinen Höhlenmensch und alles, was ich bis jetzt über das Spiel weiß, ist, dass das Feuer ausgeht und er das wiederfinden muss. Und ich glaube, er heißt Um. Mir wurde damals auf der Gamescom, glaube ich, nicht erzählt. Und mir habe ich bei Sarah, also Mikrospore, die hat das ja auch schon jetzt auf ihrem Kanal, auch noch nicht gesehen. Und ohne weiter Umschweife geht's jetzt mal los. Ja, ich will speichern. Speichern ist immer geil. Auf Steinen einmeißeln. Irgendwie mein PC heute nicht so wie ich. Ey, ey! Du! Ich! Feuer! Bewachen! Oh, geil! Ja. Buschbong. Oh. Scheiße. Was hab ich nur gemacht? Und nun? Oh, Eschen. Hüpfen. Ja, da sind wir auch schon im ersten Screen. Ja, wie gesagt, das Feuer ist ausgegangen und jetzt kriegen wir wohl unser Tutorial. Wie was funktioniert, das brauchen wir ja nicht, ne? Wir haben ja schon ein paar Daedalic-Spiele hinter uns. Naja, also. Oh. Ich will reinkommen. Also, wir dürfen nicht wieder ins Dorf, bis wir das wieder haben. Okay, gib Knochen. Eine Schlange. Ein Apfel. Paradies. Sündenfall. Ja, da klingelt ein bisschen mein Studio in meinen Ohren. Ich will den Apfel! Gib! Bam, Junge! Oh. Sieht voll unangenehm aus. Gib! Gib! Ich will mich erstmal umgucken. Kadaver. Einsammeln! Ach so, ich kann immer nur eins in der... Oh! Oh, ich habe ganz böse Idee. Wie laufe ich denn? So, kann ich mir nicht... ich will Kadaver... Ha! Ich krieg einen Apfel! Wir haben ja auch noch so ein kleines Vieh in unserem Haarbüschel. Wir sollten echt mal wieder zum Friseur. Hey, Stein. Knochen. Halluzinogene. Halluzinogene. Vor langer Zeit, da gab es Glühwürmchen. Thank you.
Yum, yum. Ja, eines, da gab es Glühwürmchen. Und mit den Glühwürmchen kriegst du voll. Also ein bisschen habe ich ja natürlich bei Sarah schon gesehen, aber nur diesen ersten Screen. Ich habe was gekriegt. Ich liebe das, Sachen zu kriegen. Yay. Glühwürmchen. Oh. Glühwürmchen. Du bist frei. Gleich erscheint das Disney-Schloss. Ist das unsere Map, was wir alles machen müssen? Cool. Ich glaube, ich muss erstmal... ich dachte, es wäre sinnvoll, die Sprache runterzudrehen und die Musik hoch, aber es ist irgendwie doch ein bisschen... Machst du? Kannst du noch nicht mitten in der Aufnahme machen? Doch, kann ich, siehst du doch. Uga. Also, ersten Screen fertig, zweiten Screen und dann puzzelt sich das so weiter. Und wir müssen in jedem Screen 3 Münzen finden, oder was? Zeig mal. 3, 6, 9, 12. Hä? Aha, Achievements? Aha, das interessiert mich jetzt nicht. Muss ich jetzt hier 3 Münzen pro Screen finden oder nur eine? Weil bei Mario kann man 3 finden. Entschuldigung, das muss ich jetzt rausfinden, ob man da jetzt noch eine Münze findet. Ah! Alle. Ja. Nee, kann man nicht. Au. Ja, ist okay. Map. Entschuldigung, wollte ich jetzt mal wissen. Mein Let's Play, meine Regeln. Okay. Ew. Okay. Och, dieser Idiot. Was atmet der das auch ein, sag? Was für ein Vollhonk. Oh, der Baum hat ein Gesicht. Das ist schön hier vorne gezeichnet. Das, was ich gesehen habe, war ja nur so ein Screen und ich kam überhaupt nicht klar. Das war aber auch mitten im Spiel. Irgendwas mit Wasser. Oh. Okay. Spielen wir jetzt hier so Dr. Bibber und so? Oh, wie heißt das Spiel? Ja, wir spielen 10 Eindrücken! Der ist voll zusammengeflickt. Okay. Kannst du mir mal den Buckel runterrutschen oder was soll das heißen? Ah! Ew! Hören! Die machen gar nichts. Und dann? Warum kann ich nicht hier einfach runter? Ich dachte, das wäre so eine Leiter. So. Hey, ho. Lauf schneller! Ew. Au! Oh.
müssen wir ja irgendwie so da dran ziehen. Au, oh, Münze. Ha. Das ist irgendwie eklig. Wo ist jetzt was passiert? Ach, da vorne. Ah, nein, 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 nein. Können wir das da reinstopfen irgendwie? Ach, da geht auch nochmal das Hirn auf. Wir müssen das ja irgendwie dazu kriegen, wahrscheinlich, dass das durch die Nase auch wieder rausgerotzt wird. Ist da so ein Blutknubbel drin? Nee, es ist die Atemröhre. Okay. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ach, vielleicht sind die Münzen, die wir sammeln, so Tippmünzen. Wie bei Professor Layton. Mach mal die Schnauze wieder zu, du ekliges Vieh. Oh! Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber... Ah! Mein Ball ist da hinten wieder rausgekommen. Jetzt der Deckel wieder drauf. Okay. Was denn eben gemacht, dass der da abging? Bin ich echt schon jetzt... Hä? Ich habe an dem hinteren Ding, glaube ich, gezogen. An diesem hier. Jetzt habe ich da zwei Bälle drin. Ja, beruhig dich, Junge. Wo ist mein Glühwürmchen? Fällt mir jetzt das auf. Mein Glühwürmchen ist gar nicht mehr da.